Vor 4 Jahren, im Jahr 2019, war auf Platz 1 auch ein Spiel von Remedy und wo ich zum absoluten Fan dieser Videospielschmiede geworden bin, und zwar war es Control. Und nun sage ich euch eins. Herzlich willkommen zu einem neuen Ranking Stage Video zu meinen Top 11 Games 2023. Und mein Platz 1 ist meine lieben Leute, wie kam es dazu, dass ich auf einmal Alan Wake 2 hier nehme? Ich sag mal so, da ich ein Fan von Remedy geworden bin durch Control, dachte ich so, hey, ich aufarbeite tatsächlich mal das Ganze, was man so braucht. Also, habe ich meine Weihnachten verbracht mit Alan Wake Remastered, habe auch komplett die beiden Zusatzkapitel The Writer und das andere gespielt, um einen Kontext zu haben. Und dann habe ich natürlich sofort mega Bock und endlich auch mal auf der Next-Gen-Konsole Control Ultimate Edition genommen. Und das war ein Heidenspaß wieder, wie gut einfach Control ist. Das spielt sich mega gut. Hab natürlich die beiden DLC-Kapitel The Foundation, was quasi ein eigenes Spiel ist, und einmal natürlich AWE-DLC gespielt. Ja, und dann kamen wir zum Alan Wake 2. Um Weihnachten rum habe ich mir dann Alan Wake 2 gegönnt, und das Problem an diesem Spiel ist, es ist ein Epic Exclusive und es gibt es leider nur digital only. Epic ist der Publisher zurzeit von Remedy, und ich muss mal so sagen, einerseits bin ich glücklich, dass Epic denen so viel Geld gegeben hat, dass Sam Lake alles machen durfte, was er in diesem audiovisuellen Meisterwerk darstellen konnte. Sam Lake ist verantwortlich komplett für die Regie aller real gefilmten Sequenzen. Ist natürlich Director des ganzen Games, nicht alleine. Er ist dafür zuständig für 75% der ganzen Lyrics aller Songs hier. Und das ist ein so metagetriebenes Spiel, dass ich glaube, in keinem einzigen Spiel Sam Lake so oft zu sehen war, wie in diesem Werk. Er war nämlich auch schon in Alan Wake 1 in der Nachrichtensendung als Sam Lake schon da. Und überall, wo der Mann ist, zieht er die Max Payne-Fresse. Denn er war in Max Payne 1 das Gesicht von Max Payne, aber nicht die Stimme. Übrigens spielt er hier natürlich selber hier den fiktiven Detective, den Alan Wake eigentlich geschrieben hat, Alex Casey, und natürlich wird er gesprochen vom Alan Wake Synchronsprecher, der leider verstorben ist in der Zeit. Rest in Peace. Am meisten kannte man ihn noch durch der Viper TV-Serie, und ich muss sagen, es ist ein großer Verlust, denn er war nämlich noch der Director in Control von Federal Bureau of Control. Und das ist einfach eine etwas traurige Note. Jedenfalls, Sam Lake tritt einmal selber nochmal auf in der, sagen wir mal, fiktiven Late-Night-Show von Mr. Dorr. Dem Darsteller kenne ich jedenfalls von Supergirl, TV-Serie, der Martian Manhunter darstellt. Eka Willi ist wieder am Start, sowohl in der Doppelrolle als natürlich unser titelgebender Alan Wake, und die Synchro-Stimme ist von dem wunderbaren Matthew Peretta,
und der in Control komplett Dr. Darling dargestellt hat, der auch hier vorkommt und Meta-Gags über Meta-Gags. Also dieses Spiel ist so Meta, mehr Meta geht nicht. Da muss man wirklich sich schon mal drauf einstellen lassen. Und Sam Lake führt auch hier. Also das Intro ist natürlich mega krass. Das fängt schon mit Nightingale an, der aus Cauldron Lake hier rauskommt und gleich ermordet wird, was sowas von krass ist. Und dann, ja, werden wir eingeführt, natürlich neben Alex Casey, der eigentlich doch eine reale Figur ist, wo wahrscheinlich Alan Wake sich inspirieren hat lassen mit seiner Partnerin Saga Anderson. Und Saga Anderson ist nach 13 Jahren, also die Zeit ist nicht vergangen, nach 13 Jahren Bright Falls gekommen, um der Cult of the Tree auf die Schliche zu kommen. Jedenfalls, das Ganze nimmt richtig schon langsam in Fahrt auf, indem sie Manuskripte findet, wo Alan Wake sie anscheinend reingeschrieben hat. Ihre Aufgabe ist es herauszufinden, ob sie ja Fiktion ist oder in diese Geschichte reingeschrieben wurde. Und man muss schon sagen, das ist schon mega, mega geil inszeniert. Alan Wake ist immer noch im Dark Place gefangen und versucht sich rauszuschreiben, aber in der Zeit ist die dunkle Entität Mr. Scratch entstanden. Und ja, Alan Wake befindet sich dann in einer Art dunklen Version von New York, wo auch das Ocean View Hotel Erwähnung findet. Er kriegt auch einen Anruf und Anleitungen von Thomas Zane, der dargestellt wird von Ikawili höchstpersönlich, also ohne Übersynchro, also gedubbter Synchro, sondern er komplett ohne Bart, wandlungsfähiger Typ. Alleine die Technik, das ist, meine Freunde, das ist Next-Gen-Grafik. Also die technische Seite von Alan Wake 2 ist, meine Fresse, sowas habe ich noch lange nicht mehr gesehen. Und ich sage, ja, dafür bin ich Videospieler. Dafür habe ich mir diese Kisten geholt. Genau so müssen Spiele aussehen, wenn sie AAA sind. Und ja, alleine die, es gibt natürlich diesen Magic Moment. Alle kennen sie durch den Kapitel We Sing, aber das hat eine geschichtliche und beziehungsweise das entwickelt Alan Wake dazu, die Macht darüber zu haben, es zu Ende zu schreiben, beziehungsweise die Macht im Dark Place es tatsächlich so zu seinen Gunsten zu schreiben, dass es für ihn gut ausgeht und dass er sozusagen eine Waffe bekommt und dass er dadurch aus diesem Loop, wie er selbst sagt, rauskommt. Und ja, it's not a loop, it's a spiral. Lässt uns alleine dann durch das originale Ende. Und ja, Alan Wake 2 ist wie bekanntermaßen ein Survival-Horror-Titel. Aber das Kampfsystem wurde hier um einiges geändert, da damals Alan Wake nicht so gut ankam. Die meisten haben sich beschwert durch das Kampfsystem, wo ich sage, das ist nicht jetzt so bad mit dem Lampen und dem und so weiter und so fort, sondern das ist schon wirklich eigentlich ganz gut gewesen. Ich muss sagen, ich habe mich damit arrangiert, weil wenn man jetzt die Gegner anleuchtet, verbraucht man immer eine Ladung, wenn man einmal den Knopf drückt für die Lampe. Die Waffen haben ordentlich Wumms, das brettert richtig aus allen Röhren. Der Sound ist atmosphärisch mega geil inszeniert. Und die Collectibles sind nicht einfach nur Dreingabe um zu sammeln, sondern geben dem ganzen Entschuldigung, das Ganze noch hinzu. Im Dezember, wo ich schon nachher später gekauft habe, gab es schon den New Game Plus. Hier heißt der New Draft mit
neuen Sequenzen, die, sagen wir mal, recht sparodisch da sind. Die ergänzen sich durch ein neues Intro, wenn man das Originalende kennt. Und die ergänzen sich dann durch das Auftreten von Dr. Caspar Darling. Leider nur zwei Sequenzen, da steht drei. Leider hat man die dritte nicht gefunden. Und einmal durch ein neues Ende, wo man tatsächlich sagen könnte, falls Alan Wake 2 kein Erfolg wird, und was ich nicht glaube, dass das kein Erfolg wird, sondern dieses Spiel ist wirklich der absolute Wahnsinn, aber leider durch das beschissene Marketing von Epic, wo ich sagen muss, ja, das ist schon leider, ja, leider schade für so einen Titel, weil Alan Wake, wenn es nicht im Laden steht und die Marketing, ich habe kaum wie Werbematerial so richtig für Alan Wake 2 gesehen, wo ich mir denke, schade, eigentlich wirklich schade für dieses Spiel, weil dieses Spiel verdient all Lob überhaupt. Das ist für mich, also Sam Lake ist für mich der neue Kojima, der das Medium Videospiele visuell und audiotechnisch nach vorne bringt. Also diese Inszenierung ist so einzigartig. Sie haben mittlerweile ihre Learnings aus Alan Wake, aus Quantum Break, aus Control, aus gelernt und dann jetzt alles kulminiert in Alan Wake 2 zu einem phänomenalen Produkt, wo ich einfach nur sage, das ist eines zu meiner Top 3 Videospiele of all time geworden ist, weil das ist bahnbrechend. Das ist etwas, was das Medium nach vorne bringt und natürlich sehr speziell ist, denn das Gameplay ist, sagen wir mal, bei den Numbers. Ja, bei Alan Wake braucht man quasi gesehen kaum kämpfen. Man kann eigentlich quasi nur mit Alan Wake durchrennen. Das Spannende, weil dieses Spiel ist, konzentriert sich voll ganz auf seine Narrative. Das ist ein storygetriebenes Videospiel und es war auch am Anfang nicht geplant, dass man einen 60 FPS-Modus bietet, beziehungsweise Leistung, denn das ist, ja, das ist eigentlich geplant gewesen auf also Performance zu machen, also ja, nicht auf Leistung, sondern Performance zu machen. Ich habe den zweiten Durchlauf sogar mit Performance gemacht und das läuft technisch einwandfrei und natürlich die Opulenz wird nochmal deutlicher. Was mir leider missfällt technisch ist, dass die Spiegelreflexion irgendwie nicht richtig funktioniert, jedenfalls bei den Konsolenversionen, was schade ist, aber sonst ist alles makellos richtig geil. Dieses Spiel macht, wie gesagt, gameplay-technisch auch, erfinde das Rad nicht neu, es macht bei den Numbers Survival-Horror-technisch alles, ja, so ganz gute Survival-Horror-Gameplay. Wer, sagen wir mal, die Resident Evil Remakes gespielt hat, wird sich ganz gut zurechtfinden. Ja, ich will euch hier nicht alles auf den Tisch legen, sondern ich will, dass ihr da draußen hoffentlich Alan Wake 2 gut konsumieren könnt und dass ich einfach nur sagen kann, ja, es steht eine 2 dran, man wird leider beim Gottes Willen nicht alles verstehen. Und ja, ich will sagen, das ist mein Game of the Year und eines meiner Top 3 besten Spiele of all time. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Wahnsinnsmedium von Videospiel mich so umhaut, mich so begeistern kann und mich so fesselt, dass ich sogar es zweimal durchspiele. Ja, die Kampagne ist wahnsinnig lang, 30 Stunden beim ersten Durchlauf und beim zweiten Mal deutlich kürzer, so bei kurz knapp über 20 Stunden, wenn man weiß, was man so alles machen kann. Die ganze Meta, wie auch das Universum mit Control, das spielt nämlich im selben Universum wie Control, wurde bestätigt durch das DLC AWE im Control, wo man Alan Wake trifft. Und man sieht eine gewisse Szene, die man in Alan Wake 2 anders jetzt inszeniert sieht, anders. Und aber die hat dieselbe Intensität. Und ich muss sagen, dass die das so clever geregelt haben, dass man hier auch kurz
Jesse Faden sieht für ein Wort, was sie sagt. Dr. Caspar Darling hat deutlich mehr zu sagen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das mit Control in Verbindung kommen wird. Auf jeden Fall die Musikeinlage mit den Old Gods of Asgard, gemimt von den Poets of the Fall, bieten hier drei große neue Songs, die einfach fantastisch sind und wunderbar geschrieben und inszeniert von Sam Lake hier. Und ich muss einfach sagen, ja, was soll man sagen? Spielt Alan Wake 2. Und wenn ihr gerne das nachholen wollt, ihr müsst nicht unbedingt Quantum Break spielen. Sonst lasst euch eine Zusammenfassung geben. Aber Control sollte man schon gespielt haben, weil das ist schon ein sehr geiler Third-Person-Action-Shooter, das auch seinesgleichen sucht und mega einzigartig ist. Und Alan Wake 2 ist eine Videospielerfahrung, das euch den Teppich unter den Füßen wächst. Das ist so ein verdammt gutes Spiel. Das ist ein storygetriebenes, audiovisuelles Meisterwerk, das euch wirklich, wie gesagt, das wird euch so erwischen wie kein anderes. Ihr werdet garantiert so krass überrascht werden und ihr seid einfach nicht bereit dafür, was euch Sam Lake hier nach 10 Jahren, nach über 13 Jahren, unseren Alan Wake ein Comeback gibt und sowohl technisch und visuell eine Darstellung ist, dass es kein zweites Mal gibt. Alan Wake ist so ein interessantes, so ein fantastisches Videospiel, wo ich einfach nur sagen kann, Applaus für das ganze Team von Remedy, Applaus für überhaupt einer so gelungenen Fortsetzung nach 13 Jahren und aus auch so 13 Jahre Wirkung gegeben zu haben. Dieses Spiel belohnt dich, dass du Remedy-Fan bist. Dieses Spiel belohnt dich, wenn du Max Payne-Fan bist. Dieses Spiel belohnt dich, wenn du Alan Wake-Fan bist. Und dieses Spiel belohnt dich auch, wenn du Control-Fan bist. Dieses Spiel ist so geil geschrieben und gemacht, dass ich einfach nur sagen kann, bitte mehr davon. Ich wünschte trotzdem, es gäbe eine physische Retail-Version und ich hoffe, dass es bald eine geben wird, denn dieses Spiel hat deutlich mehr Verkäufe verdient. Und das war eines mit der drei besten, technisch besten Videospiele 2023, denn das hat gezeigt, wow, das ist Next Gen. Das ist absolut krasser Scheiß. Das ist nicht auf den alten Konsolen rausgekommen. Und das sieht man auch. Und die Ladezeiten und alles und wie sozusagen die Passagen mit Alan Wake, wenn er zum Beispiel eine Szene ändert durch ein Macht der Wörter, passiert das mit einem kurzen Schreibmaschinengetippe und bums. Jedes Mal, wenn man in den Gedankenpalast von Alan oder von Saga geht, das geht makellos, das ist nochmal ein zusätzlicher Raum, wo du dich bewegen kannst, das geht zack, zack, das ist technisch so ein beeindruckendes Spiel und es sieht so super gut aus und Bright Falls, wie das weitergeführt wurde, die Charaktere, wie gesagt, die Zeit ist nicht vergangen, die ganze spannende Story, ich muss aber euch vorwarnen, ihr müsst euch auf Jumpscares einstellen. Es gibt gewisse Jumpscares. Am Anfang ist es noch nicht so extrem. Aber Kapitel 5, Old Gods, das übertreibt richtig heftig. Wenn man den Kontext aber versteht und man nicht so, wie gesagt, nicht so anfällig ist auf Jumpscares, dann geht es. Aber da ist es mega extrem. Dann nie wieder. Dann ist es tatsächlich, wie gesagt, so gemacht. Aber ja, hier werden gewisse Charaktere, die damals in Alan Wake Platz gefunden haben, die leiden richtig. Die werden einmal richtig, ein bisschen richtig auf die Fresse. Und wie gesagt, diese Verbindung durch Control wird einmal sogar im Spiel, kommt auch ziemlich krass vor. Also sozusagen diese beiden Spiele, also beziehungsweise diese beiden Universen sind zusammen.
Und ich muss sagen, da ist Sam Lake etwas gelungen, wo ich sage, dieser Mann liebt seine Werke. Man sieht es in jedem verdammten Interview. Man sieht es sogar bei den Auftritt der Game Awards, wie sie Old Gods of Asgard in einer, sagen wir, glaube ich, der Radio Edition performt haben. Eekavili ist sogar da gewesen. Matthew Peretta hat mit dem Mr. Door-Darsteller sogar vor Ort gesungen und Poets of the Fall haben ihre Rolle als Old Gods of Asgard einfach nochmal ihr Performance gegeben. Und wie sie alle gemeinsam tatsächlich tanzen, Sam Lake kommt da sogar hin und hat ein Lächeln auf dem Gesicht und ist einfach nur glücklich, das dabei zu sein. Er ist so gerne vor der Kamera, er ist so gerne, wenn er irgendwo den Clown machen kann. Er ist sogar in einem Kurzfilm, das in Alan Wake 2 im Kino von Thomas Zane drin ist, da spielt er sogar doch mal die Rolle und ja, ich bin so gespannt, wie sie das schaffen jetzt werden, ohne leider der markanten Stimme von Max Payne zu machen. Das wird jetzt ziemlich, bo ich weiß nicht, wie er das hinkriegen wird. Hoffentlich findet er einen guten Ersatz, denn diese Stimme ist ziemlich ikonisch für die Anfang 2000er, weil Max Payne ist auch ein Kult. Ding und ja, ich muss sagen, so solch eine geile, sagen wir mal schon, sehr spannende Survival Horror, ja, Epos kann man schon sagen. Also das ist schon wirklich episch gemacht. Das ist schon wirklich ein fantastisches Videospiel. Ich komme nicht aus dem Staunen. Ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen als da haben wir haben sehr viele gute Spiele 2023 bekommen. Ich finde aber für mich persönlich, Alan Wake 2 tritt noch mal ein bisschen mehr aus der ganzen Masse heraus, weil es sowas Einzigartiges macht, das nicht jedem gefällt, muss ich zugeben. Es funktioniert auch besser, wenn man es selber spielt, denn von außen her betrachtet kann das vielleicht einen etwas langweilig wirken. Es ist auch nicht bum bum hier, bum bum da, sondern es ist. Es konzentriert sich sehr stark auf seine Story, auf seine Atmosphäre. Atmosphäre ist in diesem Spiel over 9000. Das ist so geil. Und dann durch nochmal die Technik, die ganze Inszenierung, durch die Musik und ja, okay, der Song bei Alan Wake ist jetzt vielleicht nicht immer das Gelbe vom Ei. Es ändert sich von Version zu Version, aber Saga hat so viele coole Texte, also Songs. Nach Kapitelende natürlich einmal bei einer Stelle, wo ja, einer gewissen Stelle, wo man merkt, dass das Kampfsystem nicht unbedingt für die Masse zugelegt wurde, aber man kann es machen, man kann es machen. Also es ist nicht unschaffbar, aber man muss schon Trial Error ein bisschen machen, was aber nicht so wahnsinnig schwer ist. Es ist trotzdem knackig, aber das kriegt man schon hin. Ja, was soll ich sagen? Alan Wake 2, mein Game of the Year, mein Platz 1, 2023. Ja, ich würde mal sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Wrecking Stage-Zeug hier gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich würde sagen, ja, we bring the song to his hand. Bye bye und auf Wiedersehen.